Ja, ein eigener Eingang. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, wir sind mal wieder in Bangkok und die Thai hat in Business Class ziemlich günstige Preise. Das zeige ich euch noch während dem Flug. Und ja, wir fliegen diesmal direkt Bangkok-Frankfurt. Ja, wir haben den Termin beim Finanzamt. Nach der Betriebsprüfung gibt es, letztes Jahr gibt es einen Gesprächsbedarf und da fliegen wir jetzt schön nach Hause. Aber zuerst, wer mein Kurzvideo kennt, der Fast Track, der ist nämlich nicht mehr da hinten vom Eingang, sondern nur noch hier links, da wo die Thai auch die Check-In-Schalter hat. Und neben dem eigenen Eingang ist der gesamte Business-Class-Check-In im A-Bereich und dahinter, logischerweise, ich habe es ja gerade gesagt, dann der Eingang für den Fast Track. Und da hinten ist komplett zu. Naja. Direkt nach der Sicherheitskontrolle, ganz kurze Wege, geht es auch die Rolltreppe runter, einmal in die First Class Lounge und natürlich die Royal Silk Lounge. Business Class waren wir ja schon mal, aber ich zeige es heute euch etwas ausführlicher. Ach ja, Valentinstag ist. Naja, also das hier Halal Corner. Frühstück wohlgemerkt, ne? Ja, der Popcorn-Automat geht von 10 bis 23 Uhr. Jetzt wollte ich mir einen leckeren Saft nehmen, weil da gibt es so Tomatensaft, das ist mal kriegt. Ja, du bist ja in der Halal. Ja. Ben & Jerry's Eis. Und die Icemaker Machine. Jawohl. Oh, das größere Buffet ist aber dann weiter hinten. Ach ja, Getränke. Abends ist dann immer ziemlich voll, muss man um Platz schon kämpfen. Duschen und WC, also duschen ist auch möglich. Ja. Und ich habe es im Kurzvideo schon gesagt, eine Live-Cooking-Station gibt es auch. Naja, hier die Live-Cooking-Station, aber leider nur Breakfast. Ja. Jetzt beobachten Sie mich natürlich. Nachmittag gibt es dann Curry. Ihr müsst einfach nur mal mein Kurzvideo dazu ansehen. Oh! Und dann gibt es hier wieder Würstchen und Spiegelei. Ja, ihr merkt schon, es wird ein bisschen anders, wenn ich das mache. Ich habe mir einfach gedacht, ich bringe jetzt einfach mal ein bisschen mehr Infos in dieses Video rein und weniger
so Zwischenszenen, die es Stefan gemacht hat. Und bin mal gespannt, wie das ankommt. Das ganze Buffet jetzt gefilmt, zum Glück war es leer. Ja, heute ist es dann soweit. Das erste Mal von den neuen S-Gates Diener. Von der Thai Airways Lounge bis hierher waren das ungefähr 5 Minuten und jetzt haben wir noch mal bis zu 19 Minuten. Naja, dann mal los. Ungefähr 4 Minuten, lass es 3 bis 4 Minuten gewesen sein, war die Fahrzeit. Und wenn er dann alle 8 Minuten fährt, dann kommt das hin mit den bis zu 19 Minuten. สวัสดีครับไอทีดิสเพลย์ค่ะขอบคุณนะครับSeht, wir sitzen im zweiten Teil der großen Business-Class-Kabine. Sag mal, was ist denn hier alles am Platz? Hilfe! Und oh, es gibt es in einer anderen Farbe. Das Tim Thompson Amenity Kit. Komme ich später noch dazu. Das ist ja toll. Ja. Oh, kommt aber schnell durch hier mit dem warmen Tuch. Auf einer Silberschale präsentiert. Das letzte Mal auch so. Wir sitzen hier in der zweiten Kabine und der Nachteil für wahrscheinlich eher die Crew ist, ja, dass hier jetzt alle durch müssen und die Crew immer hin und her läuft und versucht einerseits natürlich die Welcome Drinks zu servieren, dann das heiße Tuch oder vorher das heiße Tuch. Jetzt gleich kommt die Abfrage, was gegessen werden möchte. Aber mein Platz 19a hat den großen Vorteil, ich habe 3 Fenster für mich alleine und der Tisch ist hier auf der rechten Seite. Das ist so ein bisschen privater, das ist nämlich dann komplett anders als hier der Platz von Stefan, wo der Tisch dann auf der linken Seite ist und er hier sozusagen mit seinen Füßen sitzt. Ja, was man lieber mag, ich mag das hier lieber. Das war schneller als die Polizei erlaubt. Also, das ist ein sehr effizienter Flugbegleiter, muss man schon sagen. Ratzfatz, 3 Gläser Champagner. Sawadee ka. Sawadee ka. Welcome on board. The flight time to Frankfurt is 11 hours and 15 minutes. My name is Kim. We'll be on your service all the time. Mm-hmm. And I have the lunch and the dinner serving on this flight. Mm-hmm. However, I do have the light meal also. Mm-hmm. And for the menu, I will have the 2 is Thai menu. Mm-hmm. The Thai style Ifu noodle with crab meat is Thai. And another one is beef, so we green curry. And another one, this one is Western menu, which is chicken pistachio. I would like the green curry. What about the second menu? The masaman curry. The masaman curry. Khapun ha. Khapun ha. For this craft, the restroom is 2 here, and another one is in the front. Mm-hmm. If you need something, just let me know. Okay. Khapun ha. 11 Stunden 50 Minuten auf einen guten Flug. Tschüss. Ach, die hat das wieder voll gemacht. Hat er schon gesehen, du brauchst es jetzt. Ja,
Air mit modernem 3-Punkt-Sicherheitsgurt heute. Und das auch in der 777. Ich habe es schon gesagt, wir sind hier in der hinteren Business-Class-Kabine. Hier gibt es 18 Business-Class-Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration. Ich habe es auch vorhin erwähnt, ein Sitz am Fenster ist näher am Fenster, der andere eben näher am Gang, hat jeweils den Tisch umgekehrt auf der Seite rechts oder links. In der Mitte wechselt sich es dann auch ab. Das heißt, einmal ist man mehr zusammen, einmal ist man mehr auseinander. Und vorne sind es übrigens 24 Business-Class-Plätze hier. Der Monitor vor mir hat eine Größe von 20 Zoll, also ungefähr 50,8 Zentimeter. Und ich sehe jetzt hier, es funktioniert nicht ganz so, dass die Maps, die laden soll, also die interaktive Karte, eine Auflösung von 1280 mal 800 hat. Aber also ich fürchte, das stimmt nicht. Das ist höher auflösend. Dann machen wir am besten gleich die Sitztour, bevor das Essen losgeht. Ich habe vor mir unter dem Monitor 2 USB-A-Ladeanschlüsse. Dann habe ich im Fußraum eine Universalsteckdose. Die Sitzsteuerung findet sich hier rechts neben mir. Massagefunktion kann eingestellt werden, die drei vordefinierten Positionen. Ihr seht hier einmal das Bett, dann Relax und Upright für Start und Landung. Und natürlich kann ich auch einzeln da die ganzen Komponenten steuern. Die Armlehnen sind nicht verstellbar und unter der rechten Armlehne habe ich so ein kleines Ablagefach. Bei mir ist rechts neben dem Sitz so ein bisschen Stauraum, wo wieder die Lüftungsgitter sind, da habe ich jetzt mein Zeug hin. Und der Tisch kommt in einem raus, kann ich nach vorne bewegen, wenn ich rausgehen möchte. Und das war es auch schon, ziemlich stabil, aber ja, sollte er auch sein, so wie er aussieht. Leseleuchte hier noch. Einstellbar und die Lampen da oben selbstredend auch. Das war's auch schon. Mehr habe ich an dem Sitz hier jetzt nicht. Ich kann euch nachher sagen, wie bequem er war. Auch insbesondere im Vergleich zur A350, die wir ja kürzlich erst auf dem Weg nach Istanbul hatten. Ganz am Anfang im Terminal habe ich ja gesagt, dass der Flug ziemlich günstig ist. Also wenn ich jetzt suche für einen Flug One-Way Bangkok nach Frankfurt, hatte ich vor ein paar Wochen mal Oman Air für 1200 gefunden in Business Class. Und die Thai kostet übrigens ähnlich viel, also auch 1200 Euro, was ziemlich günstig ist. Und das Ganze lässt sich auch über Meilen buchen. Gibt auch Verfügbarkeiten für die Thai. Kürzlich hatten wir uns in Bangkok mit einem Freund unterhalten und er hat gesagt, er fände es nicht so gut, dass bei der Thai die Menükarte aufgezählt wird und die Getränkekarte komplett fehlt. Aber ich hatte mich definitiv daran erinnert, dass das anders war. Und es ist auch anders. Und da kommen wir mal dazu, was ist denn so am Platz, wenn wir hier, als wir hier angekommen sind. Da ist klar, die Menükarte und die Getränkekarte. Nachher beim Essen blende ich euch mal ein, was es gibt. Dann hatte ich ja schon gesagt, das Amenity-Kit von Jim Thompson. Einmal die Slipper. Hier drin ist die Unterlage, die ich für das Bett bekomme. Also die wird einfach drüber gestülpt. Und eine Decke. Sowohl als auch ein Teilkissen. Das ist übrigens ganz gut gefüllt, finde ich. Und ist auch relativ groß. Also im Vergleich zu so anderen Kissen, oder? Jetzt hätte ich es fast vergessen. Kopfhörer sind natürlich auch am Platz. Ja? Ich dachte mir auch, dass ihr das mal ein bisschen besser seht. So.
Und es sind doch die 9. Ich habe das nochmal nachgesehen. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass das hier die 9 Schüsseln sind. Aber ich hatte es gesehen in vorherigen Videos. Da waren es die mit gleich hohem Rand und einem Silberrand oben und so leicht gerillt. Ja, der Service, ihr seht schon, beginnt direkt vom Wagen mit einem Getränkeservice. Ich würde sagen, nachdem die Anschnallzeichen für die Crew erloschen sind mit diesem Einmal-Bing, hat es ungefähr, lasst es 10 Minuten gedauert haben, bis dann ja, der Service beginnt. Einmal die Getränke nach Wahl, dann kam auch, ihr habt es gerade gesehen, Nüsschen und der Gruß aus der Küche kam ebenfalls unmittelbar, was mir gerade hingestellt wurde. Es geht also ratzfatz hier. Dann würde ich sagen, ich blende euch an der Stelle mal die Speisekarte ein, dass ihr schon sehen könnt, was der Gruß aus der Küche hier ist. Jetzt habe ich den Käsekuchen zuerst gegessen. Also schmeckt ein bisschen wie Käsekuchen. Cremig, ja, nach Sahne. Ich würde nicht sagen, dass es besonders geschmackvoll war. Die Betonung hier liegt, glaube ich, auf einer leichten Süße und ja, Sahne-Geschmack. Aber der Thai Beef Salad, kräftig vom Geschmack, mit den Limettenblatt, der Geschmack kommt durch, genau wie Zitronengras. Ja, netter Gaumenschmaus hier zum Start. Da kommt man gar nicht zu den Nüssen, ne? Aber die bleiben auch die ganze Zeit da, Alter. Oder zumindest beim letzten Mal. So schnell konnte ich gar nicht schauen und schalten. Und ein Tuch nach dem, ja, nach den Nüssen und nach dem Gruß aus der Küche. Ja, und schon wird hier der Tisch gedeckt. Ja, nicht nur der Tisch gedeckt, da lag ich falsch. Es gibt sogar gleich die Vorspeise. One garlic bread and one roll, please. You will like my garlic bread. I'm sure. Ich werde das Knoblauchbrot von ihr mögen. Oh ja, das sieht auch schon aus. Aber ich war ja gerade beim Detail. Schaut euch nochmal das Detail hier von dem Essen an. Was würdet ihr denn sagen? Ich probiere es wenigstens gleich mal und kann euch nur sagen, wie es ungefähr schmeckt. Und jetzt schaut euch das Knoblauchbrot mal an. Also ich finde, hier macht die Paste so richtig aus. Gut, probieren wir das andere. Aber hier ist nochmal Öl drunter und eine Paste. Ich muss sagen, das ist ganz schwierig. Also die Paste, die müsst ihr fast alleine probieren. Das ist also die Paste schmeckt nach nichts, muss ich sagen. Tut mir leid, wenn ich das so sage. So mir nichts, dir nichts daraus. Aber dieser... Diese kleinen Kügelchen, die aussehen wie Kaviar, da ist ja so eine Art Essig, würde ich sagen, drin. Und das gibt so einen, ja, so einen Geschmack dazu, was dann wieder ja, nach Essig halt gleich schmeckt oder nach so einem Salatdressing vielleicht. Vielleicht war es auch die falsche Reihenfolge, muss man ja auch dazu sagen. Weil ich hier diese super intensive Jelly hier natürlich gegessen habe zuvor, freue mich auch nicht wundern. Auch der Buttertest ging einwandfrei durch. Die Butter, ja. Also für eine Business Class Vorspeise würde ich da eine stabile 2 vergeben, schulnotenmäßig. Wenn es mein Urteil jetzt wäre, aus all den Erfahrungen, die wir haben, das war schon ganz ordentlich. Ich hätte es einfach nur richtig vermessen müssen, also von rechts nach links. Und dann wäre dieser super intensive Geschmack später gekommen und ja. Ja, gerade noch mal hier den Test gemacht. Jetzt sind es 79 Dezibel. Ich glaube, darauf wird sich jetzt auch einspielen. Ja, nun, die 777 ist nun mal ein lautes Flugzeug. Wobei ich muss eins sagen, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob man beispielsweise in der 777 mit deren First Class fliegt. Und jetzt kommt das. Auf Platz 1A ist es deutlich leiser als auf 2A.
Wir hatten das mal in dem Video, das solltet ihr euch mal anschauen. Die neue Thai, na jetzt ist ja gar nicht mehr so neu, neue Thai First Class. Und es war wesentlich leiser bei mir, als es bei Stefan war. Und auch unser erstes EVA Air Video, da war ich auch ganz vorne gesessen und hätte mich gewundert, wie leise das sein kann. Ebenfalls Air France. Also ganz vorne geht's in aller ersten Reihe. Nur je weiter hinten, desto lauter wird wohl die 777. Okay. So, this is pork. It's a vegetable together with eggs. Kapunka. Jetzt habe ich das schon vorbereitet, weil ich wusste ja, sie kommen aus der Galley und servieren den Hauptgang individuell. Und das grüne Curry, das ist übrigens immer anders, wie es gerade aussieht, kommt mit zwei weiteren Gedecken sozusagen. Einmal das süße Schwein. Süße Schwein, das hört sich komisch an. Also es ist aber Sweet Pork, also es ist nun mal so. Eigentlich Soft-Boiled Eggs und das meinen sie in der First Class übrigens ernst. Da machen sie es nämlich, das gekochte Ei, frisch, so lange, wie man es gekocht haben möchte. Und Vegetables, hat sie gesagt. Ist doch relativ viel, oder? Wenn ich jetzt so zähle, 1, 2, 3, 4 Fleischstücken plus ein ganzes Ei, der Reis. Geschmacklich muss ich sagen, eine gewisse Schärfe, ja. Ganz klar grünes Curry, nicht zu cremig. Es schmeckt auch jedes Mal ein bisschen anders. Ihr seht es auch hier, das Fleisch zerfällt von alleine mehr oder minder. Also gut gewürzt, auf gar keinen Fall langweilig. Eine gewisse Süße auch mit dabei. Kapunka. Aufmerksam auch noch, ihr habt es gerade gesehen. Ich hatte ein leeres Glas, ich habe nichts gesagt und wurde gleich gefragt. Also, zum Gemüse auch absolut lecker. Die Eier brauche ich euch ja nicht erzählen. Süßes Schwein, ich bin gespannt. Ja, das ist ja, das Schweinebauch ist das. Süß. Süßer Schweinebauch. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine, für ein Business-Class-Essen, 2+. 2+. Ich musste kurz nachdenken. Das lässt sich steigern, aber das ist schon wirklich sehr, sehr gut. So, also, da habe ich in der Lounge ein bisschen probiert und jetzt geht das hier im Flieger los. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wir sind keine schlechten Esser, aber das war echt, das war zu viel. Das jetzt auch noch und dann noch der Nachtisch und dann noch das Eis. Wahnsinn. Ich zeige euch aber jetzt mal den Käse im Detail. Ich muss noch kurz anfassen, fast Raumtemperatur. Manchmal ist es so, also mein Empfinden, wenn ich die Käseplatte kriege und die so dermaßen eiskalt ist, also dann schmeckt der Käse auch nicht wirklich. Und es ist relativ häufig so, was ich ja verstehen kann, wenn es gekühlt werden muss. Aber trotzdem schaffen es einige Airlines in irgendeiner Form, den bei Raumtemperatur zu servieren. Und das finde ich persönlich viel besser. Was meint ihr? Käse-Experten dabei? This is only for today, because today is Valentine's Day, so we create the raspberry tart only for. So, ihr habt's gehört, es gibt jetzt nicht das, was auf der Karte steht zum Nachtisch, sondern Himbeertorte. Also Törtchen, genauer gesagt. Ich zeige es euch im Detail, speziell für den Valentinstag. Also das finde ich ja toll. Wieder Cheesecake und diesmal mit einer Vanillenote mit drin. Ich kann keine Schulnote für Nachtisch vergeben, denn ich habe ja gesagt, ich bin kein Nachtischmensch. Ja, das war jetzt das gesamte Menü sozusagen. Also vom Gruß aus der Küche mit den Nüssen, dem gesamten Getränkeservice, der Vorspeise, dem Hauptgang, dem Käse, dem Nachtisch und jetzt auch noch das Eis, das habe ich vergessen. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn man jetzt noch bedenkt, dass es ja noch zwischen dem, was ich vorhin schon sagte, zwischen den Mahlzeiten, es gibt ja noch einen Hauptgang nachher. Naja. Wenn die Gäste zuvor
Toilette so hinterlassen. Also, na dann schauen wir uns das mal kurz an. Ohne Toilette. Naja. Bodylotion. Und Seife. Eigentlich sollten irgendwo Tücher, Toilettenpapier, ja, hier, da sind sie. Ich hole jetzt keins raus, das ist Thai gebrandet. Ansonsten ziemlich standardmäßige Toilette. Zwei Spiegel, was ist das da? Ach so, zum Festhalten, zum Wickeln. Und das war's. Und dann der Klassiker. Und hab, jetzt habe ich gerade noch eine Flasche Wasser gekriegt. Für die Nacht. Da bin ich. Egal. Ich mache mir jetzt mein Bett. Wie gesagt, die Crew brauche ich dafür nicht. Sagen, aber dass ich da reingreifen darf, ist, weiß ich nicht, wie ich das jetzt finden soll. Ich meine, wenn ich das oberste nehme, wird schon kein anderer Gast, aber naja, egal. Jeder wird sich auch die Hände gewaschen haben, auf der Toilette oder nach der Toilette. Ja. Nun denn, kommen wir zurück zum Thema. Es sind, wie gesagt, noch 5,5 Stunden nach Frankfurt und angesagt wurde am Anfang, dass es nach, also 3 Stunden bevor wir in Frankfurt landen, der Service beginnt. Dann kommt jetzt vom zweiten Service die Vorspeise, der Lachs mit Frischkäsefüllung und Senfmayonnaise. Also Lachs hat jetzt nicht so einen Eigengeschmack, dass er jetzt sehr stark nach Lachs schmecken würde. Eher dieser Frischkäse, was ich fast schon zu arg finde für meinen Geschmack. Und bei der Mayonnaise, die ist mehr sauer, als dass sie das jetzt nach Senf schmecken würde. Also, das ist jetzt nicht so ganz meins, die Vorspeise. Das ist dann also der Hauptgang für euch gleich wieder im Detail. Massaman Curry habe ich genommen. Oh, das sieht schon wieder so viel aus. Australisches Wagyu Massaman Curry ist das. Also das Fleisch zerfällt wieder sehr stark. Und apropos Gemüse, das Gemüse hier ist fest, knackig. Die Bohnen auf jeden Fall. Für einen Business Class zweiten Service, ja, vielleicht sogar eine 2 bis 3. Abschließend noch das Dessert. Ich habe die Früchte in dem Jelly genommen und also ich finde das eine stabile 2, allein wegen der Optik. Gut, süß, aber es hat was. Es ist nicht zu süß. Die Lippen sind klebrig, ja, also sehr süß, aber nicht zu süß. Als außergewöhnliches Dessert finde ich das hier mal ganz nett. Ja, das ist noch so hart, sagte er. Moment warten, passt. Und auch jetzt wieder, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das Wasser ist nicht ganz voll. Zack, wird mir nachgegossen. Wer da ein bisschen affin ist, weiß, der US-Amerikaner Jim Thompson hat in Thailand die thailändische Seidenindustrie, ich will nicht sagen revolutioniert, aber er war derjenige, der das wirklich ins Rollen gebracht hat. Deswegen gibt es auch ein oder sogar zwei mittlerweile Jim Thompson House in Bangkok. Achso, Jim Thompson House Museum heißt es, jawohl. Dann wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Das ist übrigens eine andere Farbe, was auch hier dann in dem Infozettel oder auf dem Infozettel vermerkt ist. Ihr könnt euch nochmal das Video zu der A350 anschauen, was da für eins dabei war. Von der Farbe her und als Grund oder beziehungsweise was der Hintergrund der Farbe ist. Einmal Socken, passend dazu die Schlafmaske, Schuhanzieher, eine Creme, Zahnbürste, Lippenbalsam, Ohrenstöpsel, also Gehörschutz, ein bisschen erfrischendes aromatisches Öl, Zahnpasta. Und damit lag ich nicht richtig, denn die linke Armlehne fährt sehr wohl runter, wenn der Sitz in die Liegeposition geht. Ich würde sagen, der Sitz ist schon ziemlich bequem, wenn man als Seitenschläfer versucht zu schlafen. Da könnte vielleicht mit dem
aufpolstern, etwas weicher sein, aber da habe ich schon deutlich schlechtere Sitze gehabt. Und wenn ich jetzt aber auf dem Rücken oder auf dem Bauch schlafe und größer als 1,80 bin, dann stoße ich schon am Ende entweder beim Fußende oder und beim Kopfende an. Also von der Länge her ist er da nicht ganz so für größere Menschen vorgesehen. Und da gab es hier next time. Ja. Weil ich immer schnell hier wieder herkommen muss, ne? Und dann wird einem so quasi der Weg abgeschnitten. Das geht ganz schnell. Ja, da ist man gar nicht so weit hinten gewesen. Ja, aber soll ich was sagen dazu? Ich war ja eigentlich ganz zufrieden. So menschlich, ne? Also, ich gehe jetzt ins FCT, da brauchen wir keine Hilfe. Das ist alles nett. Ich fand es eigentlich gut, aber so ein bisschen die. Ja, warte mal kurz. Also ich fand's okay. Bis auf der eine Flipper, der war jetzt nicht ganz so auf Zock, der war nicht so ganz gut gelaunt. Aber, und der Sitz, das einzige Manko, also die 777, würde ich sagen, bei Thai ist das einzige Problem. Ansonsten ist die ja top, die Airline. In allem, es geht aber. Nur dieses alte Gerät nicht so ganz. Was war bei deinem Sitz denn nicht so gut? Ich finde nicht so bequem und er ist halt abgeranzt teilweise. Und die Monitore, da brauche ich mir der Lufthansa nicht beschweren. Ne? Dann muss ich mal kurz ausmachen, Polizei. So. War das sowas Thailand schon mal so? Egal. Wurde mich auch. Ja, aber sonst habe ich nichts zu meckern gehabt. Also ich fand es toll. Langer Flug, langer Tagflug, ne, muss man auch mal sagen. Aber es war schön, hat Spaß gemacht. Und ich habe mit dem Tagflug geschlafen, mehr oder minder. Ja, nicht viel, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Alle Services mitgemacht. Aber das nach 5 Stunden vor Landung, dann der zweite Service gemacht wird, das war schon etwas seltsam. Also aber gut, ich schätze mal, es haben vielleicht zu viele was bestellt. Kann das sein, dass da zu viele Hunger hatten und die dann gesagt haben, haben wir jetzt mal einen Service, oder? Nee, wir hatten ja schon früher angefangen. Ich glaube nicht, weil es macht ja auch keinen Sinn, so ein All-Flight oder All-Day-Dining anzubieten, weil ich kam gar nicht dazu, die Lasagne zu bestellen. Die wollte ich bestellen, aber ging ja nicht, wenn schon das Essen für den zweiten Service kommt oder vorbereitet wird. Ja, das ist komisch gewesen. Hab mich sehr gewundert, fand ich. Na, vielleicht sollten wir einen Vergleich machen mit einer anderen Airline auf dieser Strecke. Mhm. So ein Vergleichsvideo wäre doch mal was Spannendes, würde ich sagen. Und vielleicht dann, was ist das hier? Starlines? Ach so, die Dinger da. Keine Ahnung. Hm? Das sind neue Dinger. Gut, ja, so ein Vergleichsvideo. Und vielleicht auch mal ein Vergleich mit der 350. Weil ich fand den zum Schlafen, den hier, ein bisschen bequemer als den von der 350, obwohl der neu war. Du hast auch den besten Platz im Haus gehabt, weil das ist die erste Reihe und das ist ja viel Platz. Privater, ich habe mich immer total beobachtet gefühlt auf meinem Platz. Er hat dich auch beobachtet, dein Nachbar. Ja, das hat er auch gemacht, ne? Ja, die ganze Zeit. Also was, ich habe auch nicht mehr was Geheimes gemacht. Und du hast noch nicht mehr gefilmt. Ja. Das soll es gewesen sein. Ja. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Sagt mal, wie ihr das gefunden habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.